Skilaufen Griechenland. Der braucht auch das richtige Equipment über 3000 Höhenmeter und 36 Stunden werde ich öfters die Kleidung wechseln. Hier brauche ich einen Laufrucksack, ich brauche die Stirnlampe, ich brauche mehrere Schuhe, die leicht sind und auch viel Platz haben. Ich brauche die richtige Uhr, die einen längeren Akku hat und vor allen Dingen aber auch die Laufkleidung, die richtig anliegt, die ich auch leicht wechseln kann. Und das wird sehr, sehr wichtig sein, dass hier die Kleidung dann auch nicht scheuert. Und ja, da muss ich dann auch schon Vorsorge treffen und die empfindlichen Stellen dann hier dann auch mit Pflaster dann abkleben. Ja, wichtig für den Lauf in Griechenland ist auch, dass ich in der Hitze, in der Wärme übe. Es werden bis zu 30 Grad im Landesinneren nach Nemea, zweite Etappe, bis es dann hochgeht zum Sangaspass. Hier muss die Kleidung sitzen, atmungsaktiv, leicht, hitzebeständig. Das teste ich alles im Vorfeld, um auf alles dann auch gewappnet zu sein.